Oh, der hat aber viel Leben. Au. Oh, der hat aber sehr viel Leben. Der hat aber verdammt viel Leben, der Kleine. Machen wir es mal anders, wa? So wird es, glaube ich, wesentlich einfacher, den Schaden zuzufügen. Batsch. So, jetzt haben wir ihn gleich. Oh, es könnte ein bisschen zu weit sein. Yeah, wir haben den Drachen besiegt. Ein bequemes Sofa hat er verloren, natürlich. Es war ja auch ein schlafender Drache. Ja, aber... was uns das jetzt weitergebracht hat, keine Ahnung. Hm. Na gut, wir haben ein bequemes Sofa bekommen. Kann man auch nicht immer schlecht heißen, ne? Wir gehen jetzt einmal schlafen. Gucken nochmal, wie viele Heiltränke wir herstellen können. Nimm das Catelyn-Schild bei uns auf und dann lassen wir uns mal von Lachor in den Kampf leiten. Wegen Roy. Danke, Roy. Sehr freundlich von dir, Roy. Wir können nochmal ganz kurz gucken, was wir überhaupt Neues bauen können. Irgendwas muss doch das Ganze, was wir jetzt überhaupt gefunden haben. Hier nichts. So, ein paar dieser Dinger können wir herstellen. Zwei insgesamt. Ist auch nicht gerade... Also mit den ganzen Sachen, die wir immer so finden... Ich habe noch nie eine Schaufel gebaut. Wir bauen einfach mal eine Schaufel aus Spaß. Die ganzen Sachen, die wir hier finden... ja, haben uns bis jetzt nicht wirklich weitergeholfen, wa? Muss man ja mal sagen. Haben uns nicht wirklich weitergeholfen. Dieses ganze Obsidian und dieses ganze verfluchte dies und verfluchte das. Das sind alles Pflanzenmaterialien, aber wir können daraus einfach nichts bauen. Naja, entweder lernen wir das jetzt wirklich noch oder... naja, oder nicht. So, voll gefuttert. Warte, Catelyn-Schild würde ich gerne noch auf mich, an mich nehmen. Das können wir ja immer mitnehmen, so oft wir wollen. Irgendwas wollte ich noch? Ah ja, genau. Ich will mal die Schaufel ausprobieren. Ablegen. Ausrüsten. Ich will mal die Schaufel ausprobieren. Damit sollen wir ja Pflanzen ausbuddeln können. Also wenn wir jetzt sagen, hier. Dann kriegen wir auch die Blume. Cool. Und wenn wir das bei einem Baum machen. Ne, ein Baum geht nicht. Wir können Pflanzen ausbuddeln, aber... ja, Bäume nicht. Schade. Ich dachte, dann können wir Bäume auch überall anders hinsetzen. Oh, wunderschön. Sehr schick. Gut, jetzt bleibt uns aber keine andere Wahl, als mit Lachor zu reden. Wenn wir gleich das Wichtigste der Welt gemacht haben. Kann nicht verzehrt werden. Ich suche jetzt aber gerade das Sofa. Sofa, 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 Sofa. Ich finde das Sofa nicht. Bin ich jetzt doof oder was? Ich finde das Sofa. Da.
Wir nehmen erstmal das fette Sofa heraus und platzieren es genau da, wo ein Sofa hingehört. Vor dem Kamin. Ja, ist ein bisschen eng, aber... Oh, ist nicht genügend Platz. Okay, es ist sehr eng. Okay. Dann platzieren wir genau ein Sofa da, wo es hingehört. Da. Sehr schön. Ein fettes Sofa draußen stehen haben, ist doch auch was, oder? Ja. Mehr oder weniger. Okay, Lacroix. Case, anscheinend steht uns der jüngste Tag kurz bevor. Du hast gespürt, wie diese Erde gebebt hat, nicht wahr? Das kann nur bedeuten, dass Catelyns Beschützer, der Wächtergolem, erwacht ist. Wobei ich nicht glaube, dass die Kreatur uns gleich angreifen wird. Bestimmt schickt sie zuvor ihre Armee ins Feld, um uns zu schwächen. Ich weiß nicht, ob du das Zeug dazu hast, sie zu besiegen, aber wenn du dazu nicht imstande bist, dann ist diese Stadt am Ende. Unsere letzte Schlacht beginnt. Hier. Unsere letzte Schlacht beginnt. Bist du bereit, dich diesen Kampf zu stellen? Ja, ich weiß nicht, was jetzt letzte Schlacht ist, aber... Cased, warum hätte der Golem, dessen Aufgabe es war, Catelyn zu beschützen, sich gegen die Stadt wenden sollen? Eben, so war es gar nicht. Der Golem hat die Stadt nicht zerstört. Er hat nur alle vernichtet, die in ihr lebten. Er hat keine Fehlfunktion und wurde auch nicht von den Monstern überlistet oder übernommen. Er hat die Bürger von Catelyn in der Absicht ausgelöscht, die Stadt selbst zu schützen. Damit ist die Geschichte noch nicht vorbei und sollten wir diese Schlacht überleben, so werde ich sie dir zu Ende erzählen. Aber nur wird es Zeit, die Monster zurückzuschlagen. Angriff. Okay. Und warum weiß der das? Ja, mit einer Schaufel bestimmt nicht gerade so Bombe. Wow. Kommt hierher, hier ist das. Die greifen auch absolut nicht von da an, wo sie sollen. Ja, geht immer den anderen suchen. Ich mach das hier hinten alleine. Die greifen von links an und gehen komplett an alles vorbei. Die gehen... Diese Wand ist sinnlos. Leider ist diese Wand wirklich sehr sinnlos. Diese Wand hätten sie sich auch sparen können. Ah, jetzt bringt die Wand vielleicht mal was, weil sie jetzt wirklich alle mal da drinnen stehen. Jetzt sind unsere Angreifer auch nicht mehr drinnen. Hey. Geh weg. Ein Monster-Ei. Noch ein Monster-Ei. Wah! Okay, das ist jetzt gar nicht so ein harter Angriff hier. Bis jetzt. Ist jetzt nicht so ein harter Angriff, gebe ich zu. Hammerkreuze, Hammerkreuze. Ja, der müssten eigentlich ins Feuer laufen. Zumindest einer wird sterben. Kriegen wir ein bisschen dieses Fell, aber... Was steht denn hier da so? Ja, okay. Wartet einfach im Feuer. Die Monster haben wir ja gleich erledigt. Oh, da hinten. Von da hinten? Das schaffen die schon. Der Anführer der Monster erscheint. Gut, lassen wir ihn da ins Feuer laufen. Klasse. Die Stacheln sind echt hilfreich, wa? Hier. Stacheln platzieren. Als Abwehrreaktion. Und ich mach die Stacheln wieder kaputt, weil ich ja auch draufschlag und ich brenne. Ja, Monster besiegt. Stachelwand kaputt gemacht. Wegen diesem blöden Feuer hier. Ist aber auch doof mit dem Feuer. Ist richtig doof mit dem Feuer. Weil ihr das auch selbst Schaden zufügt. Hast du da echt ein paar Kampfprobleme? Die Monster wurden besiegt. Ja, wusste ich doch schon längst. Oder war da hinten noch eins? Lebenssamen, sehr schön.
Hätte schlimmer laufen können. Ja, danke für diese Motivationssprüche. Ah, ich hasse das Feuer. So. Ja, Locron hat aber gleich noch einen Kampf für uns. Und ich vermute mal, das wird dann der Oberschnitzel sein da. Vorher gehen wir aber am besten eigentlich nochmal schlafen. Einfach mal, um wieder volles Leben zu haben. Vielleicht wird uns gleich der Golem angreifen. Wir sind vorbereitet. Wir sind vorbereitet für den finalen Kampf. Ah, Case, das war eine reife Leistung, wie du den letzten Angriff der Monster zurückgeschlagen hast. Aber so einfach wird es nicht, die Armee des Golems zu bezwingen. Anscheinend nähert sich bereits eine weitere Horde Monster im Eilschritt. Was meinst du, Case? Bist du bereit, die nächsten Angriffswelle abzuwehren? Na klar. So, du möchtest also wissen, warum der Golem die Menschen in Catelyn vernichtet hat. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Golem begann in den Menschen die größte Bedrohung für die Stadt zu sehen. Du warst bereits einige Male in der verfallenen Burg hinter dem Dorf der Hämmerlinge, nicht wahr? Ich werde dir sagen, was dort passiert ist. Nachdem der Drachenfürst das Land in Finsternis gehüllt hat, wurde Catelyn von einer Streitmacht angegriffen. Mit letzter Kraft erreichten die Menschen der Stadt diese Burg, die ihnen als letzte Bastion gegen die Monster dienen sollte. Sie verbarrikadierten sich in der Festung und lebten dort für geraume Zeit in Sicherheit, bis sie das Undenkbare taten. Als ihre Vorräte zur Neige gingen, begannen die Leute, sich gegenseitig das Essen zu stehlen, und ein Teufelskreis aus Gewalt und Vergeltung nahm seinen Lauf. Das Innere der Burg glich bald einer wahren Hölle. In jenem Moment wurden sie vom Golem heimgesucht. Aber verzeih mir, ich plapper hier vor mich hin, während die Monster sich nähern, und nun sind sie schon fast hier. Viel Glück, Case, wir zählen auf dich. Aha, konnte ich mir schon fast denken, dass der Golem nicht böse war, sondern dass sie die Menschen wieder selbst den Gar ausgemacht haben. Und er macht wieder unsere Mauer kaputt, die ist ein Superheld. Ich liebe unsere Mauer, die ist richtig hilfreich. Alles in die Luft sprengen, alles in die Luft sprengen. So, den Großen haben wir besiegt. Jetzt können wir vorgehen zu den anderen, wo wir nicht hinkommen. Okay, wir werden hier richtig überrannt, habe ich das Gefühl, wa? So, jetzt kriegen wir es aber langsam. Jetzt haben wir es langsam unter Kontrolle, wa? Jetzt haben wir es langsam unter Kontrolle. Wer kämpft hier noch? Da drüben. So, das war der letzte. Meine Güte. Hatten wir jetzt ja wohl echt schon ein bisschen Probleme gehabt, wa? Und vor allem, naja, diese Sprengutensilien sind jetzt echt scheiße dafür. Noch ein Lebenssamen. Aber wir haben echt alles zerstört irgendwie vor unserer Tür, ne? Kann das sein? Das ist vielleicht nicht gerade die beste Idee gewesen, alles in die Luft zu jagen. Ja, ja, blödes Feuer. Das tötet mich hier irgendwann noch. Das Feuer will ich am liebsten ausstellen. Das hat es jetzt zwar ein bisschen geholfen, aber das hat weniger Nutzen, als was man denkt. Ja, genau. Genau so läuft das nämlich. Ja, genau. Ich sterbe noch durch das Feuer, ich sag's euch. Weil dieses Feuer echt unnötig ist. Finde ich persönlich. Es hat weniger Nutzen, als was man überhaupt so glaubt. Und diese Bomben sind genauso doof, weil sie die Welt kaputt machen. Da kann ich gleich einen Creeper raufhetzen und dann hat sie es erledigt. Ist in etwa dasselbe. Das ist in etwa dasselbe mit den. Und dann wächst da nicht mal mehr Gras nach. Also schön ist nicht.
Schön ist es nicht, da. Schön ist es wirklich nicht. Eigentlich ist es vielleicht gar nicht mal doof, was da denn da sowas ist, oder? Ich meine, wenn die von da an angreifen, dann hocken die ja da alle da unten, ne? Oder nicht? Stacheln möchte ich gar nicht ausbreiten, weil zumindest nicht da, wo die Dinger uns immer angreifen. Die legen wir einfach hier aus. So. Da habe ich, glaube ich, irgendwie mehr von, habe ich das Gefühl. Das lassen wir jetzt mal. Da können sie dann zwar rein, aber die kommen ja auch so immer rein. Wir haben ja nicht rundherum gerettet. Alles. So, den Lebenssamen hätte ich aber trotzdem gerne raus. Weil ich der trotzdem irgendwie nehmen möchte. Vor allem, weil denn unser Leben auch wieder voll ist. Jetzt esse ich nochmal einen Hopper. Das Richtige zum Abschluss. Deine Leistung auf dem Schlachtfeld waren bewundernswert, Case. Du hast kurzen Prozess mit den Streitkräften des Golems gemacht. Trotzdem, die Schlacht haben wir vielleicht gewonnen. Den Krieg aber noch nicht. Ein weiteres Bataillon der Bestien nähert sich rasch. Case, bist du bereit für einen weiteren Kampf? Ja. Die Männer und Frauen, die vor den Streitkräften des Drachenfürsten in die Burg geflohen waren, fielen übereinander her und richteten ein entsetzliches, sinnloses Blutbad an. Bei diesem Anblick wurde dem Golem zweifelsohne bewusst, dass die größte Bedrohung für die Stadt, zu deren Schutz er gebaut worden war, die Menschen selbst darstellten. Und nun hat sich die Menschheit ein weiteres Mal aus der Asche erhoben. Das wachsame Auge des Golems hat die Mauern und Türme, die wir auf diesem Land errichtet haben, sicherlich bereits bemerkt. Und er wird zweifellos zum selben Schluss kommen wie bereits zuvor, dass die Menschen, die hier leben, zum Schutze Catelyns vernichtet werden müssen. Warum ich hier bleibe? Warum ich nicht sofort Reißaus genommen habe? Als ich erfuhr, welche Bedrohung sich dieser Stadt gegenübersteht? Ich wusste in dem Augenblick, als ich hier eintraf, ganz genau, in welcher Gefahr die Stadt schwebte. Ich hatte vor, bei der ersten Gelegenheit zu verschwinden, aber je mehr Zeit ich mit dir und Pilli und allen anderen Bürgern von Catelyn verbrachte, desto mehr dämmerte es mir, wie sehr ich es genieße, unter Mitmenschen zu leben. Darum bitte ich dich inständig, Case. Dränge die Monsterhorde zurück, besiege den Golem und beschütze unser Zuhause, nicht nur um unsere Willen, sondern auch zum Wohle der ganzen Menschheit. Geht klar, das kriegen wir hin. Warum müssen wir eigentlich immer von da an anfangen? So, der Rübe-Ritter wird da angegriffen, das ist gut. So, den haben wir schnell erledigt. Genau, spawnt hier unten, das ist ganz gut. Fallt hier runter, das ist sehr angenehm. Am besten warten wir hier unten, dann haben wir hier unten nämlich so ein bisschen... Ja, genau, hört ruhig auf mich, danke. Die hören nicht auf mich. So, jetzt läuft das alles ein bisschen angenehmer. Hey. Hey. Lässt du das da hinten mal rein? Jetzt habe ich wieder Stacheln kaputt gemacht. So, das war noch ganz einfach. Das hat uns jetzt nicht sehr viel Schaden gemacht. Mauer, Flieg und Sieg. Unnötig. Bisschen unnötig, diese Mauer. So, lebensmäßig geht es uns noch gut. Der hier unten läuft in den Stacheln. Das ist auch ganz angenehm. Wie gesagt, wenn besser finde ich, glaube ich, weiß nicht, sowas, glaube ich, oder? Wenn wir dann später so unsere Stadt verteidigen, indem wir einen Burggraben drumherum ziehen. Können wir mal eine nehmen hier, wa? Dann geht es uns ein bisschen besser. Kommt da gut hin, das Feuer, wa? Ja, das macht ihr schon.